im Ostflur, aber immer noch alles sicher. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war er sogar Heather. Scheiße. Die Batterien gehen langsam aus. Wir können nur noch einmal, wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war zwar ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Rauchen. Ach so, ja, ja, okay. Weshalb die Mühe? Wir müssen einen klaren Kopf. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Ja, dass sowas nicht lange gut geht, ist aber klar. Da ist wieder dieses... Guck. Ist wieder dieses Foto mit dem Welpen. Hier ist auch wieder... Sind das echte Hundefotos? Das wäre cool. Wenn man einfach die Hunde von den Entwicklern genommen hätte und gesagt hat, ah, die hauen wir da jetzt rein. Aber hier müsste es sicher sein. Das Interessante ist, ich habe zwar bei meinem Dingsbums, bei meinem OBS habe ich knapp, wenn ich da 6000 Übertragungen reinsetze oder 6500, Twitch lässt nur 6 zu, dann kriege ich ständig die rote Bitrate. Eben AFK, mir was zu essen machen. Mach das. Ich rate dir einfach mal Früchte. Habe ich jetzt auch gemacht. Wie? Roll. Das hasse ich wie die Pest. Wenn ich etwas liegen lassen muss, weil es voll ist. Wo sehe ich eigentlich... Ah, 57 Teile. Das läppert sich. Ich kann jetzt wieder was herstellen. Ich nehme einen Molly. Ich nehme mal keinen Dingsbums. Verdammt, Sporen. Oh nein. Das gefällt mir gar nicht. Ja gut. Sporen. Der Dicke noch? Flaschen voll? Ich sollte viel mehr mit solchen Sachen arbeiten. Alle?
Habe mich gerade so ein bisschen in die Mollys hier verliebt. Mir gefällt die Musik nicht. Ich würde hier gerne lieber alles absuchen. Ja, ich habe sehr großen Respekt. Ich glaube, durch das Feuer war der Dicke echt kein Problem. Ich glaube, da hatte ich richtig Glück, dass der Molly alle getroffen hat. Ich brauche aber Alkohol. Ich habe nicht mehr viele Mollys. Ich habe gar keine Mollys mehr. Das gefällt mir. Das gefiel mir wirklich. Hätte ich wahrscheinlich entkommen können. Da hätte ich also ein bisschen entkommen können, ohne mich mit denen anzulegen, aber Molly und Splittergranate haben geregelt. Das gefällt mir ganz gut. Okay. Infizierte, mir geht's gut. Jetzt roll mal nicht rum. Bin nur noch gar nicht fertig mit Durchgucken. Haben wir aber gut geschlagen. Besser als sonst. Genau, das kommt genauso rein. Scheiß Teil. Versuchen wir es mal.
Super. Wie findet ihr, habe ich mich einigermaßen geschlagen. Das kann man nicht sagen, ne? Und da würde ich normalerweise sonst immer verkacke. So. Waren das Fireflies? Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es infizierte Sonar beim Labor? Phil nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Dindelindelindelindel, I wanna take my horse to the hot town road. I wanna ride to Lucky no more. Gonna take my horse to the hot town road. I wanna ride to Lucky no more. So, bleib beim Gaul. Würde ich nicht einfach hier irgendwo anbinden? Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Joel, die Ellie wüsste nicht los. Ich weiß, wo wir lang müssen, aber ich will noch alles abgucken, weil hier gibt es nämlich noch Stuff zu sammeln. Oi. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ach, Joel, irgendwann musst du es jemandem doch mal erzählen. Kannst doch nicht alles nicht reinfressen, Bubi. So langsam könnte ich mal wieder... Naja. Die nächste Frage, die ich an euch stelle, da hätte ich gerne Antwort. Ja, hättet ihr denn Bock auf einen Marathon wie zum Beispiel... Oh, warte mal, nächste Woche... Nächste Woche ist langes Wochenende, weil am 1. Mai frei ist. Da hätten wir theoretisch ein extra langes Wochenende. Langes Wochenende wäre möglich. Das ist natürlich die Frage. Ich bin morgen jetzt auch wieder mit der Anna verabredet. Weil ihr Freund jetzt morgen wegfährt. Seine Kumpels besuchen. Und wir von gestern Abend ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Beziehungsweise allein essen und kochen ist halt blöd. Deswegen haben wir gesagt, ja, gucken wir mal, was wir uns machen. Entweder treffen wir uns und essen morgen irgendwas zusammen oder bestellen uns irgendwas. Ansonsten müssten wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich persönlich würde ja schon gerne... Das werde ich nicht schaffen. Dann müsste ich der Anna morgen absagen. Obwohl, morgen Abend könnten wir uns was bestellen. Dann könnte ich morgen früh ausschlafen und heute länger machen. Ich war aber um 9 schon unterwegs. Das sollten wir. Weil ich würde nämlich... gerne gucken, wenn euch zum Beispiel ein längerer Switch-Marathon sozusagen interessieren würde. Sprich, zum Beispiel wie, habt ihr Bock auf... Mann, ich rede viel zu stark um Eisenbahn. Ich muss mich erstmal meine Gedanken artikulieren und dann sprechen, Sascha. Danke. Habt ihr Bock auf einen Bayonetta-Marathon? Bayonetta 1, 2 und vielleicht, wenn wir Lust haben, dann auch nochmal 3. Das wäre mal eine Idee. Und das an einem langen Wochenende könnten wir machen. Da könnten wir mal gucken, dass wir mal eins von den Spielen... Weil die Bayonetta-Spiele sind halt nie wirklich lang. Und da finde ich es an sich ja ganz cool. Rutsch mal. Wenn man da was machen könnte. Ziege.
Das kann ich oder sollte ich irgendwo gebrauchen? Ist das die Ziegenvereinigung? Das sieht so komisch aus. Das sieht so aus, als würde es da nicht hingehören. Marges, wo muss ich lang? Hör doch auf zu pfeifen, du Eule. Du weißt schon, dass wir hier nicht... Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Das ist mir schon klar. Ich will nur wissen, woher... was ich mit diesem komischen... Container machen soll. Und ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo noch was finden kann. Egal was, wenn so eine Kleinigkeit ist. Alles an Loot ist wichtig. Wenn es nur ein Lappen ist. Okay, hier kann ich nicht rein. Interessant ist, Bayonetta 1 habe ich ja schon mal gespielt auf YouTube. Da, wo ich noch gestreamt habe. Und Bayonetta 2 habe ich noch nicht gespielt. Hier sollten wir rein. Die Frage ist, wo? Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Das wäre auch mal eine Idee. Seht ihr das? Man nimmt zum Beispiel einen Eingangsstrahl oder Sonnenlicht, hier so Solarzellen. Die betreiben mit ihrer Energie diesen Strahler und der Strahler strahlt halt hier zusätzlich noch zurück. Und dann müsste man mal gucken, ob man da ein Perpetuum mobile hinkriegen könnte. Sozusagen, ne? Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Ja, dass der Strahl den Solarzellen mehr als genug Saft gibt, damit die den Strom wieder erzeugen können, damit die den Strahler weiter ansetzen. Optimal wäre natürlich, wenn es mehr wäre. Kann ich den mitnehmen? Ich will nämlich mal gucken, ob ich vielleicht einen LKW kann. Oh, Elli, du könntest ja mal... Okay, hier lang muss ich. Frage ist, will ich hier lang? Entschuldige, Elli. Kannst ruhig weitergehen, ich komm gleich. Wie sollt ihr denn hier rein? Ziemlich kleine Tür. Ist wieder ein gelbes Blatt. Sehr orange. Aber sage ich ganz ehrlich, ich bin ein großer Fan von Solarenergie. Auch wenn man, auch in der Apokalypse oder so, Solarzellen, ja, die funktionieren, die, ich hoffe es zumindest, dass sie so funktionieren. Ich weiß nicht, wie wartungsintensiv die sind. Aber wenn man die zum Beispiel theoretisch okay, nur sauber halten muss. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Sehen wir uns um. Ich höre nicht.
nichts. Das ist gut. Sind wir ehrlich, ich glaube nicht, dass da was passiert. Dann mal los. Bogen. Hier könnte ich was machen. Hier könnte ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Revolver. Nachladetempo, Schussfolge, Magazinkapazität. Hier kann ich auch nichts mehr machen. Hier könnte ich noch was machen. Magazinkapazität, Reichweite. Mal was gucken. Ob ich das jetzt mitnehmen kann, weil theoretisch müsste das jetzt gehen. Wir haben also eine extra leer. Hier Nahkampf. Ja, komm, das kann so. Das kann schon passen so. Da kommt jetzt einer rausgesprungen. Yo! Okay, hier ist es gut. Vier und fünf habe ich nicht. Hier könnte ich noch was machen. Das ist doch ganz gut. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Musst du wissen, Joel. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, das ist Ellie. Ja, wenn die hier steht, wird da wohl nicht viel passiert sein. Wird sich da schon bedeckt halten. Ist eigentlich schon interessant, dass man die KI dazu benutzt. Ja. Wie gesagt, ich liebe es. Ba-ba-ba-ba-bam. So, gibt's hier noch irgendwas? Sieht so ein bisschen aus wie Resident Evil, nur nicht ganz so abgedroschen. Vor allem diese... Ich habe keine Ahnung, was das sind. Sind das Inkubatoren? Sind das Öfen? Ich weiß es nicht ganz. Aber die findet man gefühlt in jedem Labor. Wenn ihr es wisst, schreibt es in den Chat. Juhu! Fireflies! Euer Heilmittel ist hier! Ist da mehr? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Euer Heilmittel ist hier. Och, Ellie! Vor allem, bis ich alles abgelootet habe. Meine Güte. Die ist immer so. Hm. 23, ja gut.
Viel ist hier nicht. Ja, dafür habe ich die Messer doch. Okay. Was haben wir denn hier? Molotows verbessert. Explosionsradius ist jetzt zweimal so groß. Geil. Geil. Super geilomatico. Muni. Jawollinge. Dieses Messer hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Hier noch eine versteckte Schublade. Ach komm schon, wenigstens mit 5 Dingern oder so. Ich mach Lauschmodus. Geilo, geilo, geilo. So. Das ist auch super. Wie viel? Guck mal, 73. Da gehe ich nochmal zurück in die Werkbank. Hat sich gelohnt, das Messer. Würde ich wieder machen und jedem empfehlen. Ach, ich hasse es. Ich fände es cool, wenn es mal so ein Dingsbums geben würde, so ein Perk, dass du Sachen, die du nicht brauchst, in Sachen verwandeln kannst, die du halt brauchst. So nach dem Motto, hey, du kannst, auch wenn es unlogisch erklingt, zweimal Wasser in, keine Ahnung, einmal Erde oder so verwandeln. Bevor die Gefahr halt da ist, dass du halt irgendwas liegen lassen musst. Nein, hier könnte ich einiges verbessern. Reichweite, Zielgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, Wim. Das sieht gut aus. Ja. Sieht alles gut aus. Also wir haben jetzt nochmal einen guten Schub bekommen. Das Spiel meint es heute wirklich gut mit mir. Brave PlayStation. Brave PlayStation. Dafür, dass ich eigentlich am Anfang so gegen die PlayStation war, weil ich habe nie eine PS1 besessen. Ich habe nie eine PS2 besessen. Ich hatte nur einmal oder zweimal eine PlayStation 3 beim ehemaligen Kumpel gesehen. Gut, Dominik, PS4 habe ich auch nicht so häufig gesehen oder so. Später dann halt nur, letztes Jahr, wie gesagt, Dominik, ein Kollege von mir, hat mir dann seine PS4 verkauft. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Wenigstens Lappen. Wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Weißt du, ich sagte, Joel sagt, bleib in meiner Nähe und das Erste, was passiert, sie rennt nach vor. Natürlich, wer rennt denn nicht gerne lachend mit dem Gesicht eine Kreissäge? Ich wundere mich, dass das Spiel so flüssig läuft. Dabei muss ich aber auf der anderen Seite ganz ehrlich gestehen, das ist ein PlayStation 4 Titel. Auf der PlayStation 5. Natürlich sollte dieser gut laufen. Hier so viele Sachen zum Schmeißen. Ich sehe hier nur Ellie.
Und ich kann hier sogar durchkrabbeln, theoretisch. Warum? Ja, ich habe erst was geupgradet, also. Na toll. Schon wieder die Frau mit dem Hund. Hatten sie nicht genug Bilder? Das ist bestimmt nur Panikmache. Okay, die Ellie geht da lang und ich gehe hier lang, um irgendwas zu suchen. Dann müsste es hier ja still sein. Ja, das habe ich abgegrast. Dann kann ich ja jetzt hier lang gehen. Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Energie ist voll. Würde ich natürlich machen, ne? Hier überall Labor, Biohazard und so weiter und so fort, ne? Und dann daneben liegt ein Schokoriegel. Und dann fragt man sich, wie das natürlich passieren konnte. Mir gefällt das alles nicht. Mir gefällt das wirklich alles nicht. Weil hier viel zu viel rumliegt mit Flaschen und so ein Kram, auf dass es hier ruhig bleibt. Wir müssen doch bestimmt wieder Hals über Kopf hier fliehen. Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Den kann ich ja nicht hören. Das gefällt mir alles nicht. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin eigentlich... Bis zum Anschlag gespannt. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Ich hätte die ja nicht als Patienten gehalten.